Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und somit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, denn so viele Leute von euch haben es sich gewünscht. Dennis, montags kommen gar keine Let's Plays mehr, fang doch wieder ein neues Horrorgame an. Und genau das werden wir heute wieder machen und auch noch ein Horrorspiel, welches anscheinend wirklich übel sein soll und das sich so viele Leute aus der Community gewünscht haben und gesagt haben: Dennis, du musst unbedingt das Horrorgame Visage spielen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht wirklich informiert, ich habe nicht wirklich Ahnung, was es ist. Ich habe mir einfach das Spiel geholt. Die Bilder auf Steam und so weiter sahen schon ziemlich gruselig aus, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was ich weiß, wir befinden uns irgendwie in einem Haus, in welchem es spukt. Es spukt und Jumpscares und paranormale Aktivitäten und keine Ahnung was, sehr wenig Licht, alles sehr dunkel. Oh, genau das, wovor ich Angst habe. Deswegen freue ich mich unglaublich, dass ihr alle am Start seid, um gemeinsam mit mir Visage zu spielen. Doch ich würde sagen, bevor wir dieses Let's Play starten und somit auch mit dem Video beginnen, geht nochmal schnell in die Küche, holt euch den ein oder anderen Snack, geht vielleicht nochmal kurz aufs Klo und dann lehnt euch entspannt zurück und genießt das Video mit mir. Ich habe mir auch den ein oder anderen Snack heute mal vorbereitet, und zwar Lebkuchen. Ich weiß, es ist Mitte September, aber ist es je zu früh für Lebkuchen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und ich habe, sieht man's? Salzbrezeln. Nein, man sieht's nicht. Salzbrezeln. So, genug gequatscht. Ich würde sagen, wir legen jetzt los mit Visage. Alright, und da befinden wir uns im Menü von Visage. Da kam gerade eben noch so eine Mitteilung irgendwie, dass das Spiel extrem verstörende Inhalte bietet. Das ist doch perfekt für uns. Und ich würde sagen, neues Spiel. Let's go. Visage ist ein anspruchsvolles Spiel. Geduld, intensive Nachforschung und eine sinnvolle Verwaltung der Ressourcen bringen dich weiter. Viel Glück. Vielen Dank. Vielen Dank. Unterdrückter Schrei. Was geschieht hier? Oh, eine Knarre. Oh, da sitzt jemand. Ah, okay, okay. Spielen wir hier irgendeinen Serienkiller oder so? Ja, weil die Frau ist offensichtlich an den Stuhl gefesselt. Okay. Ziemlich starke Grafik, muss ich sagen. Sieht wirklich sehr gut aus. Wer wohl diese Frau ist? Fünf Kugeln. Wird er jetzt das tun, was wir alle denken? Auf jeden Fall noch mehr Leute. Boah, Alter, wie es rausläuft. Holy. Alter. Yo. Und jetzt sich selber. Visage. Yo, was war das für ein Anfang?
hat da ein Typ seine ganze Familie umgebracht und dann sich selbst? Das war ein ganz schön heftiger Anfang, ganz schön heftiges Intro. Was ist das für eine Matschepampe? Okay. Wir sind nun an der Reihe. Es geht hier nach oben und es geht nach unten. Ich würde sagen, oh, hallo, Mutter Maria. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach unten. Oh, das Telefon klingelt. Wie idyllisch. Interagieren. Hallo. Hello, Dwayne. It's Rose, your neighbor. I know it's late. And I know that I tend to be a little anxious about small things. I apologize for that, but I'm getting a bit worried. Die Nachbarin macht sich Sorgen um uns. I haven't seen you out of the house in about 3 weeks. Is everything all right? Could you call me just to let me know everything's fine? All right. Bye bye. Die ist ja übel cute, die Nachbarin. Telefon auflegen. Die hat uns angerufen, weil sie sich Sorgen macht, weil wir schon seit 3 Wochen nicht mehr das Haus verlassen haben. Okay. Ja, gut. Der Boden knirscht halt auch so richtig. Oh! Das erinnert mich an irgendwas. Untersuchen. Okay. Ah, okay, das können wir auch untersuchen. Ui. Es hat so ein bisschen was von Resident Evil, ne? Wenn man hier so die Sachen untersucht. Finde ich cool. Okay. Lichtschalter. Oh mein Gott, habt ihr das auch gehört? Verstand. Der Verstand eines Charakters beeinflusst dein Spielentscheiden. Okay. Unter anderem wird der Verstand eines Charakters deutlich verwirrter, wenn du zu lange in der Dunkelheit herumstehst. Der Zustand des Verstandes deines Charakters wird unten links auf dem Bildschirm, auf dem Gehirnsymbol angezeigt. Je deutlicher das Gehirn zu sehen ist, desto verwirrter ist dein Charakter und es könnte gefährlich werden. Das Symbol einer roten Wolke wird angezeigt, wenn du dich in einer Stresssituation befindest, die den Verstand deines Charakters beeinflusst. Okay. Okay, verstehe. Also die Bude sieht schon echt... Ah, hier ist Licht. Gut. Hört ihr das? Ich höre die ganze Zeit irgendwas über uns. Lass uns erstmal hier lang gehen, kurz. Was ist hier? Okay, der funktioniert nicht. Wow. Paranormale Ereignisse. Während des Spiels treten immer wieder paranormale Ereignisse auf. Du solltest lernen, sie zu erkennen, da sie deinen Fortschritt behindern und deinen Verstand deutlich verwirren. Die Anzahl der paranormalen Ereignisse hängt direkt von dem Zustand deines Verstandes ab. Die Glühbirne ist kaputt. Sie kann durch eine andere ersetzt werden. Na gut, ich habe wahrscheinlich keine andere dabei, ne? Boah, creepy. Was ist das für ein Geräusch, Junge? Okay. Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, wegen ein neues Kapitel, du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Die ganze Zeit Schritte, Alter, ich werd verrückt. Was ist denn das für ein Radio? Kann ich es nicht ausmachen? Ah, das ist eine Glühbirne. Glühbirnen können verwendet werden, um kaputte Leuchten oder Lampen zu reparieren. Alles klar, das wollen wir direkt mal machen. Jo, ich bin ein bisschen überfordert, also seid nicht zu streng mit mir in den Kommentaren. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal, ne? Untersuchen. Halten. Hä, warum geht das nicht? Ich soll doch mit... Diese Lampe funktioniert noch. Okay. Dann machen wir mal hier die Lichter an. Jo, ich hab übel Schiss jetzt schon. Obwohl noch nicht wirklich was passiert ist. Was ist das hier? Hier können Kerzen aufgestellt werden. Okay. Ah, nice. Irgendwas kratzt von außen an der Tür, ne? Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Welches Licht ist das? Ah. An damit. Oh, Schlüssel.
Wenn du diesen Gegenstand aufnimmst, beginnt ein neues Kapitel. Du kannst kein anderes Kapitel beginnen, bis du dieses abgeschlossen hast. Wir können uns mal das Bild hier anschauen. Okay, keine Ahnung, was uns das sagen soll. Creepy, das und... Oh mein Gott, hört ihr das die ganze Zeit? Macht euch auch Kopfhörer ins Ohr, gell? Dann ist es... Dann habt ihr eine geilere Horror-Experience, so wie ich sie habe. Okay, das ist zu. Können wir mal nach oben gehen und schauen, ob es da was gibt. Oder sollen wir einfach... Sollen wir einfach diesen Schlüssel nehmen? Ja, komm, wir nehmen einfach den Schlüssel. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Wichtige Gegenstände und dynamische Gegenstände. Dynamische Gegenstände werden, wenn möglich, in deinem dynamischen Inventar gelagert. Sie sind in der Regel verwertbar. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig für deinen Fortschritt und werden im Inventar wichtigerer Gegenstände gelagert. Alles klar. Haben wir den jetzt? Annehmen. Gefunden. Schlüssel mit kleinem Spiegel. Was ist dieser Spiegel? Okay. Dolores Kapitel. Ein seltsamer Traum. Alles klar. Ich bin noch etwas verwirrt. Aber gehen wir mal nach da oben. Also scheinbar, so wie es aussieht, dürfen wir nie zu lange in der Dunkelheit sein. Weil sonst werden wir irgendwie verrückt. Hier können Kerzen aufgestellt werden. Tabletten. Tabletten unterstützen deinen Verstand. Sie sind absolut überlebenswichtig. Wenn dein Verstand immer verwirrter wird, dann sind sie der einzige gangbare Weg, um ihn wieder gerade zu rücken. Okay, die nehmen wir dann mal mit. Verwenden. Kann ich die auch einfach ins Inventar ziehen? Was gibt's hier? Ah, hier. Ich kann ihn nur fallen lassen. Oh! Ah, okay. Interagieren. Ah! Halten, greifen. Kann man die aufmachen? Oh ja, kann man. Weiter geht die Tür nicht auf? Das kann doch nicht sein. Ah, okay, jetzt verstehe ich, wie das funktioniert. Okay. Ich habe so ein bisschen... Oh mein Gott, das ist schon ganz rot, dieses Ding. Werden wir gleich verrückt? Ich kann hier kein Licht anmachen. Oh, man sieht unser Gehirn schon fast. Es hieß doch, das ist nicht gut. Vielleicht sollten wir wieder ins Licht gehen. Was ist hier? Oh Junge, ich habe übel Schiss, Mann. Okay, irgend so ein Schrank. Aber hier ist Licht. Das ist doch gut für uns. Hier ist das Inventar. Ah, oh, jetzt kann ich das Inventar packen. Okay. Oh, okay, Schrank können wir auch aufmachen. Oh, es ist creepy. Komme ich jetzt nach Narnia? Nein. Okay. Ich habe noch absolut keine Ahnung, was wir in diesem Spiel machen müssen. Geschweige denn, was ist das? Okay, Ohrenstäbchen. Geschweige denn, um was es hier geht. Ah, das ist, glaube ich, das Coole. Was war das? Oh, das Licht ist ausgegangen. Ich gehe. Da gehe ich nicht mehr hoch. Das klemmt. Scheiße, ich glaube, wir müssen da wieder hoch. Irgendjemand macht hier die ganze Zeit das Licht an und aus. Jo, das gefällt mir ganz und gar nicht. Hä? Du brauchst Schlüssel mit kleinem Spiegel. Hab ich. Mach auf die Tür. Warum haben wir hier kein Licht? Das klemmt. Jo, was ist das? Oh, okay. Das ist einfach ein Spiegel. Welcher verschwunden ist. Das ist gar kein Problem für mich. Ah! Ich mache immer aus Versehen das Licht an. Was hat es mit diesem Spiegel auf sich? Yo, als ob. Oh, ich fühle mich so unwohl. Junge!
Hallo. Ich will nur mal nach dem Spiegel schauen. Hä? Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Was ist da oben? Irgendwas hat automatisch nach da oben gezogen. Oh, der Spiegel ist da oben. Oh Junge, ich habe so absolut Schiss gerade, gell? Es kann Videokassetten lesen. Okay, den lassen wir an. Hey, ganz ehrlich, wir spielen das Spiel noch nicht lange und ich habe wirklich... Oh, was ist das? Ein weiterer Schlüssel. Kellerschlüssel. Okay, okay, okay. Anlassen. Ich frage mich, ob das uns irgendwas bringt, die Sachen zu untersuchen. Was quietscht da so? Immer schön das Licht anmachen. Okay, die Uhr ist stehen geblieben. Was gibt's hier? Ein Raum. Beziehungsweise eine Abstellkammer. Wo nichts drin ist. Okay, also ich muss schon sagen, die Grafik ist wirklich, wirklich gut in dem Spiel. Es sieht verdammt gut aus. Lass uns mal da hochgehen und nach dem Spiegel schauen, hätte ich gesagt. Also bis jetzt, ich verstehe nicht so ganz, was unser Ziel ist, aber... Oh, Moment mal. Oh, nee. Hm. Schön ins dunkle Zimmer, es ist nicht schlimm. Hier ist das Licht wieder an. Hallo, ich will nur nach dem Spiegel gucken. Mehr möchte ich gar nicht. Dachboden ist auch über uns, na super. Da ist der Spiegel. Huh? Oh Gott, irgendwas über uns. Was hat es damit auf sich? Der Spiegel scheint ja ein anderes Zimmer im Haus zu zeigen. Okay. Hallo Dachboden. Du hörst Schritte auf dem Dachboden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. No way. Ich will da nicht hoch. Der Griff ist außer Reichweite. Ja. Ich hab's versucht. Ich hab's versucht. Na super, das geht nicht. Ich hab's versucht, da reinzugehen. Oh mein Gott, ist das dunkel. Ach so, das ist der Raum, wo wir schon drin waren. Also, es zeigt... Oh mein Gott. Okay, es zeigt uns ein anderes Zimmer. Ich gehe mal davon aus, es könnte ein Dachboden oder so sein. Auf dem Bild. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel noch nicht wirklich verstanden. Oh mein Gott. Wer spaziert da über uns rum? Also ich habe das Spiel noch null verstanden bis jetzt. Oh Gott, bitte Licht, 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 Licht. Jo, ich höre so viele Geräusche über uns. Interagieren? Irgendetwas bewegt sich doch da oben auf dem Dachboden. Oh, wir haben kein Spiegelbild. Oh mein Gott, ich habe übel Schiss. Oh mein Gott, warum ist hier denn kein Licht? Wieso ist hier nirgendwo Licht? Ein altes Spielzimmer, was wahrscheinlich nicht mehr in Benutzung ist. Hier ist ein Lichtschalter. Mann, ich brauche doch hier drin Licht. Nein! Oh! Du, diese Spielzeuge werde ich jetzt nicht untersuchen. Ah, Licht. Herrlich, vielen Dank. John? Me. Okay, wer auch immer John ist. Ja gut, du kannst hier alles untersuchen. Ich glaube, das bringt aber nichts. Bis jetzt, so wie... Ich habe es einfach ganz aufgemacht danach. Hi. Ja, es... Also, der Vibe in diesem Spiel ist bis jetzt ultra gut. Also, das nenne ich wirklich Horror. Weil man einfach nicht so wirklich weiß, was hier abgeht. Und man hört immer Schritte über sich. Waren wir hier schon drin? Nein, scheinbar noch nicht.
Junge. Da ruft irgendjemand. Ich will da nicht lang. Ist hier ein Lichtschalter oder so? Verschlossen, es gibt keine Hinweise, auf welche Schlüssel hier passt. Ich will lassen. Oh, hier ist ein Licht. Sehr nice. Ah. Das war ein Tresor. Sollen wir mal gucken, ob unser... Ob da... Okay, der geht nicht. Und wie sieht es mit dem aus? Na gut, es war ein Versuch wert. Ich gehe dann mal. Vielen Dank, dass ich in Ihr Zimmer durfte, Herr Geist. Ah! Wer war das? Ich weiß, es ist dumm runterzugehen, aber ich muss rausfinden, wer das war. Ah! Ich mach jetzt das Licht an. Ey! Ey! Yo, der geht nicht weg! Ich will gehen! So, Licht ist an. Was machst du jetzt? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie. Was soll das mit dem Radio überhaupt? Junge, wer ist das? Oh mein Gott, das war der richtige Schlüssel, das war der Kellerschlüssel. Hilfe! Ich hab übelst Schiss gerade. Ah. Ich muss hier kurz rein, ich muss mich kurz beruhigen. Okay. Es ist nichts passiert. Er ist einfach immer noch da. Gehen Sie! Ich muss da jetzt rein. Kellerschlüssel. Oh mein Gott, okay. Feuerzeuge werden als kleine Lichtquelle verwendet, um das Haus zu durchsuchen. Sie halten nur eine begrenzte Zeit. Sie verhindern nicht, dass sich Spannung aufbaut. Wenn du mit einem Feuerzeug im Dunkeln stehst, wirkt sich das negativ auf deinen Verstand aus. Du kannst aber auch Kerzen damit anzünden. Alles klar? Alter, ich will da... Ah! Ich... Wie mache ich das an? Oh mein Gott, okay. Wir gehen in den dunklen Keller. Das ist nämlich gar kein Problem für mich. Alles hört sich so an, als würde hier jemand mit uns umherlaufen. Oh mein Gott, ist das dunkel. Junge, kannst du sowas von knicken? Sieht aus, als hätte an dieser Wand einmal etwas gehangen. Okay. Ich habe gar keine Angst. Ich habe absolut... Keine Angst. Ich suche doch nur einen Lichtschalter. Was ist das? Also ich glaube, man kann es mir, man sieht es mir an. Ich habe wirklich Schiss und ich muss ehrlich sagen, es ist bis jetzt schon irgendwie... Oh, es ist bis jetzt irgendwie schon gruseliger als... als Resident Evil. Oh mein Gott, es ist dunkel. Was ist das? Alles klar. Ich bedanke mich. Es war ein schöner Klogang bei Ihnen. Ach Junge. Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Ja, dann mach's doch an. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ah! Was? Ich habe mich vor dem eigenen Feuerzeug erschreckt. Storage Room. Was? Dynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum, im Keller auf, wenn du sie zurücklässt. Alles klar. Vielen Dank. Weiß ich Bescheid. Der Lagerraum also. Oh, hi. Was ist das für ein Bild? Junge. Wenn ich von meinem Kind so ein Bild mache, würde ich es nicht gerne aufhängen. Okay, machen wir das. Ah, warte mal, hier. Haben wir Licht? Moment mal, ich möchte das Licht aus. Ja, okay. Also ist hier jetzt so ein Hammer drin oder was? Nö. Ach, hier tauchen die Gegenstände auf, die man verliert. Okay, verstehe.
Also. Ja, ich habe irgendwas gehört. Das ist das Schlimme an dem Spiel. Du hast irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Kann ich das mitnehmen? Was ist das? Eine Wasserwaage. Kann ich nicht mitnehmen. Okay. Das ist nicht schlimm. Oh! Kerzen sind stationäre Leuchten, die mit einem Feuerzeug angezündet werden können. Wenn du nicht mit einer Kerze in der Hand bewegst, erlischt sie. Okay. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ins Inventar mit dir. Wie geht das? Ah, komm. Ah, okay, hier. Halten, verwenden, fallen lassen. Ah, okay. Hä? Okay, wir haben jetzt hier Licht drin. Keine Ahnung, ob das wirklich so sinnvoll war. Hier so eine Kiste. Jetzt halt hier immer Licht an. In diesem Raum da. Was? Junge, da bin ich aber ganz schnell losgegangen gerade. Was war das? Ach, das Feuerzeug ist leer gegangen. Man kann es nur begrenzte Zeit lang anhaben. Jo. Ich könnte schwören, das Licht habe ich nicht angemacht. Junge, ich habe gerade übel Schiss. Ich fühle mich gerade absolut unwohl. Regeln. Aha. Ich würde sie gleich durchlesen. Oh mein Gott, ich brauche nur ein bisschen mehr Licht. No, hä, jetzt haben wir zwei Feuerzeuge. Was soll ich denn mit zwei Feuerzeugen? Werden wir gerade crazy? Ich möchte ein Feuerzeug wegstecken. Oh, danke. Danke, dass hier das Licht angeht. Oh, Medizin. Die stecken wir hier natürlich direkt ins Inventar. Und eine Lampe. Eine Glühbirne. Kennen wir uns ja inzwischen auch aus. Salz. Wow. Kann man diese Tiefkühltruhe aufmachen? Kann man nicht? Doch, kann man. Stell dir vor, da ist jetzt so eine Leiche oder so drin. Ich würde so schreien. Oder ist was drin? Was ist das? Hä? Okay. Okay. Also wir haben jetzt irgendwas gefunden. Ich weiß nicht, ob das was Gutes war oder nicht, aber. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein bisschen Licht in dem Raum, was ganz gut ist. Liegt so eine Obstfliege rum. Es liegt keine Schallplatte auf dem Grammophon. Muss auch nicht sein. Wie groß ist dieses Haus? Okay. Hier nicht reingehen, Kinder. Kinder, wenn ihr irgendwas benötigt, im Elektroraum, fragt euren Vater in seinem Office oben. Okay. Ah, okay, das ist jetzt quasi, wir sind ja von da gekommen. Gibt es zufällig irgendwas? Aber ich muss ehrlich sagen, bis jetzt macht es einen ziemlich geilen Vibe, das Spiel. Es ist wirklich gruselig. Oh mein Gott, es ist dunkel. Das sieht aus wie so ein Heizraum. Oh. Irgendwas hinter der Tür. Nochmal ein Feuerzeug. Also die werden uns wahrscheinlich irgendwann leer gehen, so wie es aussieht. Und nochmal Medizin. Wir haben gar keinen Platz mehr. Dann nehmen wir einfach mal eine. Hä, noch mehr Medizin? Was soll ich denn mit so viel Medizin machen? Kann man jetzt nicht da machen? Ich weiß nicht, was ich mit so viel Medizin machen soll. Aber dann wissen wir, dass da Medizin gibt, wenn wir welche brauchen. Oh Gott, da will ich nicht hin. Sollen wir nur mal gucken, ob dieser Typ da ist, der davor stand. Oh mein Gott, er ist einfach immer noch da. Sollen wir mal zu dem hinlaufen und gucken, was passiert? Komm, wir laufen einfach mal hin. Hallo. Oh, er geht weg. Vielleicht müssen wir ihm folgen. Wo ist er wohl hin? Oh mein Gott, es ist dunkel. Suchst du nach dem Garagenschlüssel?
Hinweis, vermeide es, lange im Dunkeln zu sein. Ja, ich gehe schon hoch. Da ist er. Jo, wer ist das? Und ich hatte Schiss, dass wir zu dem nicht hingehen. Was ist das denn? Eine Reflexion von uns. Alter, es ist halt... Es ist so dunkel im Haus, hier funktioniert gar nichts mehr. Alter. Jo, was ist das denn für ein Raum? Ah, den haben wir vorher ganz am Anfang gesehen. Oh mein Gott, was passiert jetzt? In diesem Zimmer werden die Gegenstände aufbewahrt, die deinen Fortschritt im Spiel aufzeigen. Diese Gegenstände werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt. Darunter auch am Ende deines Kapitels. Sobald du sie eingesammelt hast, werden sie automatisch im Fortschrittsraum angezeigt. Ah, okay. Oh mein Gott, was ist das? Interagieren? Okay, also, na gut. Wenn man sich halt... Yo, was? Interagieren. Das ist... Oh mein Gott, damit kommen wir hoch auf den Dachboden. Das ist jetzt nutzlos. Nee, oder? Lagern. Ja, ja. Damit kommen wir safe auf den Dachboden. Ich wette mit euch. 100 pro. Ja, 100 pro. Okay, wir gehen zurück zum Dachboden. Super. Kein... Ah, hier ist Licht an. War ja vorher auch Licht an? Nee. Oh, nice. Hä, nee, hier war doch Licht an. Okay, damit können wir höchstwahrscheinlich jetzt auf den Dachboden hoch. Und ganz ehrlich, eigentlich ist das nicht unbedingt das, was ich möchte. Wir müssen da wohl hoch. Oh nein, das hat funktioniert. Ich habe mir gewünscht, dass es nicht funktioniert. Ah! Okay. Hi. Hallo, ich bin nur hier, weil ich etwas untersuchen möchte. Da ist der Stuhl. Ja, ich wollte nur mal nach dem Stuhl schauen. Hi. Das ist ein alter Schaukelstuhl. Sieht man hier irgendwas Bestimmtes? Ah! Auf dem Behälter steht Sonne und Tee. Er ist verschlossen. Wo sind wir denn nun? Gibt's hier ein Licht? Natürlich nicht. Aber es ist hell draußen. Das ist auf jeden Fall... Oh, guck mal, eine Kassette. Aber die... Wichtige Gegenstände, die mehrfach verwendet werden können, kannst du in der Welt lagern. Achte auf deine Umgebung, um diese Lagermöglichkeiten zu finden. Audiokassette, okay. Lagern. Kann man die jetzt hier reintun? Kann man. Dolores' symptoms are aggravating. Doctors tell me it's become very hard to pinpoint the exact disorder. They tell me she's got symptoms of schizophrenia, bipolar disorder, psychosis, dementia and more. She often hears her own voice whispering a sequence of 5 numbers through the baby monitor. She said it's the key to her inner house. What does that even mean? What am I supposed to do? Okay. Das waren auf jeden Fall irgendwelche Tagebuchaufnahmen. Und es geht um irgendeine Frau, welche anscheinend wirklich sehr krank ist. Okay. Und so wie es aussieht, befinden wir uns in dem Schlafzimmer, welches ehemals der Frau gehört hat. Sehen wir hier irgendwas in dem Spiegel?
Voll schade, dass wir kein Spiegelbild haben. Aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Okay. Also wie es aussieht, befinden wir uns jetzt auf jeden Fall in dem Raum von der Frau, in welcher über die gerade gesprochen wurde. Und sie hat immer dieses Babyphone genutzt. Das ist die Basisstation eines Babyphones. Alles klar. Verschlossen. Vielleicht passt ein Schlüssel rein. Okay, es gibt keine Möglichkeit, das aufzumachen. Oh. Junge, was war das für ein Zufall? Da kann man durchgucken? Oh, ich will das eigentlich gar nicht. Hallo. Ich ahne es. Ich wette, da kommt ein Jumpscare. Ich raste aus, wenn da ein Jumpscare kommt. Ansehen. Hä? Nicht weit und... Ja, aber was soll das heißen? Ich sehe hier drei Bilder. Sehe ich hier oben noch irgendwas? Hier unten gibt es auch nichts. Außer Schritte, die ganze Zeit um uns rumlaufen. Okay, ihr hört das auch. Ich hoffe, der ein oder andere von euch hat Kopfhörer auf. Guck mal hier. Hier kann man wieder durchschauen. Diesmal von der anderen Seite. Ich weiß nicht, was das für ein Raum war, aber wenn wir hier mal genauer hinschauen, seht ihr da hinten, das sind so übelst viele Kratzer an der Wand. Also es sieht irgendwie so aus, als hätte man in diesem Raum jemanden gefangen gehalten und hätte ihn dann immer durch diese Bilder beobachtet. Also das vor allem, was ist das überhaupt auf dem Bild? Sieht gruselig aus. Ah, die Kassette können wir wieder mitnehmen. Sieht aus, als würde etwas fehlen. Hä, was soll hier fehlen? Ah, hier ist der Schuh. Aufheben. Hä, und den soll ich da jetzt dazulegen, oder was? Weil hier kann man Inventar öffnen. Oh mein Gott. Ah! Was passiert hier? Ich sehe da gar nichts. Ich sehe auch in dem Spiegel nichts mehr. Okay, also so wie es aussieht, scheint der Geist hier noch zu leben. Und hat sich die Schuhe geschnappt. Oh, und die Tür ist offen. Alles klar. Geist, ich wollte dich nicht... Ich will das eigentlich nicht. Funktioniert nicht. Ah! Ah! Junge! Hilfe! Oh mein Gott, die Tür ist zu! Ich will das ganz und gar nicht! Lass mich hier raus! Ah! Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll! Ah! Ich sehe nichts mehr! Oh mein Gott! Oh, bleiben Sie ganz ruhig, Herr König. Bleiben Sie ganz ruhig. Junge, ich habe so Schwitzhände. Oh mein Gott. Okay. Das ist verwirrend. Aber wir haben es auf den Dachboden geschafft. Ich check's langsam. Das ist irgendwie ein Tor zu einer anderen Zeit. Weil schaut mal, draußen ist es eigentlich Nacht. Oh mein Gott, wie das unten wackelt. Draußen ist es eigentlich Nacht. In diesem Zimmer, wo alles so ein bisschen vintage aussieht, ist alles hell. Draußen ist Tag. Verstehe. Wir switchen also zwischen irgendwelchen Zeiten. Puh. Okay. Ich würde sagen, nichtsdestotrotz, an dieser Stelle beenden wir die heutige Episode. Oh mein Gott, dieses Spiel hat mir unglaublich Spaß gemacht bis jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es tut mir leid, wenn das alles so ein bisschen lange am Anfang gebraucht hat und sich ein bisschen gezogen hat. Aber es ist nun mal, ich spiele das Spiel zum ersten Mal und ich finde, da darf man sich ein bisschen Zeit lassen und ja, ich hoffe, es war geil für euch. Ich hoffe, ihr habt euch auch so gegruselt und fandet es ebenfalls sehr spannend, so wie ich. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt oder allgemein irgendwelche Tipps zu dem Spiel habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Aber bitte keine Spoiler, ich warne euch, bitte keine Spoiler. Ja, ansonsten hat mega Spaß gemacht. Ich habe keinen einzigen von meinen Snacks gegessen. Das ist alles immer noch eingepackt. Ich werde jetzt aber gleich einen Lebkuchen essen.
Und ja, in dem Sinne, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Freunde, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Die nächste Episode kommt dann wieder am Montag online. Jeden Montag wird dann wieder eine Folge vom Let's Play kommen. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare, wie ihr das Spiel bis jetzt fandet. Wie gesagt, es haben mir sehr, sehr viele von euch empfohlen, haben gesagt, du musst unbedingt Visage spielen. Das ist perfekt für dich. Und ganz ehrlich, bis jetzt, creepy. Es passiert teilweise nicht so viel, aber du hast die Atmosphäre da. Diese Atmosphäre ist einfach die ganze Zeit da und das ist wirklich creepy. Wie auch immer, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns am Mittwoch mit einem neuen Video, mit einem weiteren Dark Web Video. Am Samstag lasst ihr euch einfach mal überraschen, was da online kommt. Und nächsten Montag natürlich eine weitere Episode von diesem Spiel hier. In dem Sinne, macht's gut, hab euch alle lieb. Ciao, ciao.